in the middle. Ja, toll. Also wir haben es ja gehört, von der Wortfindung dann bis zu Meta, da ist unglaublich viel passiert. Und ich würde mal sagen, so 2021 war so das Jahr NFT und Co. Und jetzt 2022 das Thema Metaverse. Aber es ist ja unglaublich viel passiert. Also die Tokens garantieren Eigentumsrecht sowohl an analogen als auch an digitalen Werken. Also wir sprechen von Crypto-Collectibles. Und die finden natürlich langfristig dann Einsatz im Metaverse. Aber Betty, jetzt so, also du bist ja digital Pionierin, beziehungsweise wir stellen uns jetzt hintereinander auch vor. Betty, genau. Hallo, mein Name ist Betty Müh. Ich bin Videokünstlerin aus München. Ich habe mich spezialisiert auf immersive Raumbespielungen und Videomapping. Außerdem arbeite ich mit neuen Technologien zusammen wie künstliche Intelligenz, mit Augmented Reality, und ich mache auch interaktive Installationen. Seit ungefähr 5 Jahren habe ich mich spezialisiert besonders auf Infinity-Räume. Das sind komplett verspiegelte Räume, in denen du drinnen stehst mit einer Videobespielung. Und einer meiner letzten Infinity-Räume war jetzt zum Beispiel vor ein paar Wochen in Leipzig. Das war eine Installation zu der Erinnerung zu den Montagsdemonstrationen von 1989, und es war ein begehbares Kaleidoskop. So grundsätzlich bin ich international unterwegs, aber ich arbeite gerne mit anderen Künstlern zusammen, mache aber auch viel allein, und ich sehe mich als Sammlerin von poetischen Momenten, die ich immer wieder in meine Videoinstallation einfließen lasse. Aber ich werde euch jetzt einfach mal einen Film zeigen, der dauert 2 Minuten. Dann bekommt ihr den besten Überblick über meine Arbeit. In dem Film übrigens sind immer mal wieder Kreise zu sehen. Diese Kreise, diese Kreisanimation nenne ich Vortex. Und diese sind zum Teil auch als NFTs erhältlich oder zum Sammeln da, weil ich nämlich immer mehr verstärkt NFTs mit in meine Videoinstallation einfließen lasse. Genau. Würde ich mal sagen, starten wir den Film. Wow. Super beeindruckend. Betty ist natürlich auch bei uns im Programm bei X-Circle. Das ist das Thema Kunst. Jetzt haben wir das Thema Fashion. Takane, genau, erzähl mal, was machst du? Ja, hallo zusammen. Ich heiße Takane. Ich komme aus England, Spanien, Südafrika. Ich bin Fashion-Futuristin und Entrepreneur von meiner eigenen Marke Takai, die ich in 2020 gelauncht habe und als echte physische Ware. Und gerade mit Digital Fashion bin ich jetzt gerade unterwegs seit ein paar Jahren.
Und ja, also da sehe ich tatsächlich die Möglichkeit, eine dezentralisierte Produktionskette zu bauen. In den klassischen Weg mit Mode muss man zusammen immer mit einer Manufaktur arbeiten, Mindestbestellwerte, sehr kapitalintensiv, risikofreudig. Und mit Digital Fashion ist das so, du kannst dich wirklich erstmal ausdrucken lassen, komplett kreativ als Designerin deine Designs mitteilen, dass Leute das in verschiedene Spaces und Metaverse tragen. Ich baue gerade eine Plattform auf, um genau das zu ermöglichen, dass Fashion Designers sich mit individuellen Näherinnen, jetzt in diesem Fall in Ghana, in Accra habe ich damit angefangen, dass man Einzelstücke made to measure, made to order dann machen kann. Genau. Super, Fashion-Futuristin. Du hast auch eine Kleinigkeit mitgebracht? Ja, also genau, Decentralized Fashion Production heißt das. Und über 21 Tage kann man dann deine handgemachte Klamotten einmal genäht bekommen. Das wird auch auf den Blockchain tatsächlich gebaut, damit man auch Transparency dann auch garantieren kann, dass man sehen kann, von wo diese Kleidungsstück produziert worden ist, unter welche Konditionen, bei welcher Person. Genau, und dazu hast du natürlich dann auch das NFT oder das digitale Kleidungsstück, was du dann auch in Metaverse Spaces so tragen kannst. Und hier sieht man eine digitale Design, der über die Näherin in der Mitte in Ghana hergestellt wird, und auf der ersten Versuch ist das schon perfekt rausgekommen. Was normalerweise in der Modebereich braucht man ja 4 bis 5 Samples und vielleicht ein Jahr Zeit. Idee ist, dass das geknüpft wird an Digital Fashion Plattformen, so wie jetzt in den Bild DressX. Und für mich ist es immer wichtig, tatsächlich das ganze Digitale dann, dass das auch einen Impact hat im echten Leben tatsächlich, ne? Und das versuche ich über diese dezentralisierte Plattform dann zu ermöglichen, indem Designers und Näherinnen von überall Access haben auf eine Economy miteinander. Und natürlich dann auch fair bezahlt werden können über Blockchain, weil, ne, Visa zum Beispiel funktioniert ja nicht in jedem afrikanischen Land. Genau. Und das ist einfach ein kleines Snippet von einem Mode-Video, die das allererste Versuch, die wir gemacht haben, zusammen mit meiner Freundin Nina hier sitzt. um sich vorstellen zu können, wie eine Kreation, eine Kollektion dargestellt werden kann in einem Metaverse-Bereich. Cool. So now we switch to English. So like the Metaverse, it will be hybrid. Yeah. So cool. From the perspective of music, Portrait XO. So what are you doing? What is the Portrait XO? What does it mean? So. Oh, wow. Okay. So my name, Portrait, I guess, is derived from the way I approach songwriting. So it's a very personal experience for me. I like to venture between very experimental music making to kind of, I guess, soulful singer-songwriter productions. And so over the last few years, I got to collaborate with really interesting data scientists and really dived into creative AI for audio as well as visuals. So for the last few years, I got to do a lot of really interesting artist residencies. And so this hybrid AI audiovisual album that I'm performing here later is releasing on December 9th. I guess that's the quickest way to put me in a nutshell. You also have some visuals, as I see. Next, yeah. Sitting on a
Super. Es ist wirklich großartig, dass wir hier diese drei verschiedenen Perspektiven haben. Und gehen wir doch mal zurück zur Kunst, Betty. Also NFTs 2021, also wie hast du denn den Hype so erlebt und wie ist es so in deinem Umfeld? Ja, also muss man jetzt unbedingt dabei sein oder lässt man es weg? Ich sehe ja sehr viele Vorbehalte aus der Kunstwelt, ehrlich gesagt. Aber wie ist so deine persönliche Erfahrung? Also ich war natürlich sofort Feuer und Flamme, als ich davon gehört habe, weil ich meine, diese neue Art des Sammelns ist gerade in meinem Bereich unglaublich irre, weil ihr müsst euch so vorstellen, als Videoinstallationskünstlerin mit Videomapping verkauft man Kunst so gut wie überhaupt gar nicht. Da geht immer so viel mit einher, man braucht so viel Technik, man braucht einen Rechner, man braucht einen Beamer, das muss installiert werden, es muss gewartet werden und so weiter. Und also das fand ich eben mega. Nur habe ich dann auch bemerkt, dass es die Leute einfach nicht verstehen. Also was ist ein NFT? Du bist die ganze Zeit nur am Klären, die Leute checken es nicht. Und ich habe dann mir was überlegt. Und zwar habe ich mir gedacht, ich nehme jetzt aus meiner Animation ein Frame und mache daraus ein physisches Kunstwerk. Also ich drucke es auf eine Plexiglasscheibe, das kann man sich an die Wand hängen. Und mit einer App kannst du den Film dahinter eben zum Leben erwecken mit Augmented Reality. Und jetzt kann der Betrachter dann ein Bild an der Wand anschauen, er kann aber es auch zum Leben erwecken durch sein Device. Und diesen Film gibt es dann auch als NFT. Und somit hast du quasi dein NFT im Wallet und dein Kunstwerk an der Wand und du kannst es abrufen, wann du möchtest. Und das ist so eine Brücke und das funktioniert eigentlich ganz gut. Also die Leute stehen da drauf und so habe ich jetzt quasi meine... Ja, habe ich das so jetzt gerade mal gebaut für mich. Super. Und so dein Umfeld, also so wie diskutiert ihr über NFTs oder unser Titel ist ja auch also Möglichkeiten und Druck. Also gibt es einen Druck jetzt mitmachen zu müssen? Also es ist so jetzt so grundsätzlich, das ist total der Hype, wenn man jetzt auch den Prix als Elektroniker anschaut, da ist ja auch wahnsinnig viel eingereicht worden im Bereich Metaverse und NFT, also da ist voll der Hype da bei Künstlern, aber viele Künstler machen sich Sorgen, wie kriege ich denn meine Kunst ins Metaverse, und die Sorgen mache ich mir selber eigentlich auch ein bisschen, weil wenn ich mir jetzt eine Skulptur baue und da projiziere ich jetzt schön drauf, die Skulptur steht da, du kannst außen rum gehen, alles ist schön, aber wie kriege ich die denn ins Metaverse? Jetzt brauche ich einen 3D-Animator oder ich idealerweise programmiere ich das oder baue das selber in 3D, dazu muss ich aber ein 3D-Programm können. Das lernt man nicht von heute auf morgen. Und viele, viele Künstler geht's ähnlich, gerade wenn du jetzt nicht nur ein Bild ins Metaverse stellst, sondern eine Skulptur. So, wie machen wir das? Das ist die große Frage. Wie kriegen wir das easy hin, ohne große Aufwände? Das ist ja, denke ich, so im Bereich Fashion genau die gleiche Sache. Ja? Also welche Möglichkeiten siehst du jetzt im Bereich Fashion vor allem in der Zukunft? Also ich glaube, dass Digital Fashion hat tatsächlich schon eine sehr lange Geschichte. Wir kennen Spiele so wie Sims, die ewig alt sind. Davor haben wir ja kleine Puppen mit Klamotten und das ist halt immer auch sowohl in digitalen Bereichen als in den echten Leben. Gerade was der Produktionskette angeht für Mode, finde ich da sehr, sehr starke Potenzial, weil man kann natürlich anhand einer digitalen Kleidungsstück dann wirklich dran arbeiten mit einem internationales Team für das ganze Sampling und auch um alten, gut funktionierende Teile dann ein neues Leben zu geben. Es ist über die letzten paar Jahre natürlich sehr viele NFT
Digital Fashion Plattforms entstanden, zum Beispiel Dematerialized. Es gibt auch DressX. Und da ist der Frage tatsächlich für die modeaffine Person, okay, aber ich kann die Ware gar nicht anfassen. Wie trage ich das denn? Ne? Und ich glaube, umso mehr Leute einsteigen in Metaverse-Welte, umso wichtiger wird es, dass du wirklich ausgefallen und dich umziehen kannst, auch in diesem Bereich. Da ist ein Selbstausdruck, was auf jeden Fall auch passiert. Und dann ist der Frage, willst du dieses Teil dann auch im echten Leben haben? Und ich glaube, da gucken wir zum Beispiel mit Nachhaltigkeit, dass wir viel nachhaltiger leben, dass wir vielleicht nicht jede Trend im echten Leben kaufen, sondern vielleicht erstmal in virtuellen Raum und dann uns entscheiden, okay, made to order, made to measure, das ist jetzt möglich, genau. So, Portrait XO, so how do you use the metaverse? Do you also have a virtual stage or are you giving concerts or what concrete are you, how do you use the metaverse right now? So what I showed in the video, the first video was a metaverse that I built where people can explore different types of audiovisual, some that are mine, some with collaborators, just to give them an immersive experience if they wish to discover a little bit more. And it's an evolving space that I will keep adding stuff as new things pop up. And then the second is I'm in the middle of an NFT to vinyl campaign. So I've collaborated with Polygon Music NFT Marketplace called 12x12. And so we kind of like came up with the concept together because 12x12 is derived from vinyls. And so they're helping with the delivery of it. And so everyone who buys and collects all of the NFTs will get the vinyl as well. And so I've just been exploring the concept of like, what, how do you connect with people who have access to your work through wallets? So I'm going to be sending everyone who's been collecting so far a surprise bonus song this week. Is it a good alternative to streaming services like Spotify? Will it be the future of the music? I think the way I see it is it's not either or. I think you can leverage both, like Web 2 and Web 3. I have this conversation often with music artists because Spotify is not where you're going to make your bread and butter, you know. But it's really great for promotion, right? It's got a huge platform. A huge amount of people, including myself, still use it to stream and discover other artists and listen. And that's like a cultural thing that's very embedded in the way we experience music. So we can't deny that. And I don't think it makes sense to work against it, but rather it's something that you can offer maybe people who are interested in getting into Web3, start incentivizing them in ways that you can't in Web2. So I did a live interactive installation and a performance in London recently where we did a live minting experience. And so there was a huge screen in the middle and it was like a portal where people could see themselves, but it was constantly evolving based on the sounds of everyone's vowels in the room. And so when you live minted, you would get whatever that was happening in that specific moment, like a short little video clip. So that was a really cool experience that I had not imagined ever that we could do something like that. But you give people this really unique collectible that they can go away with and play with these mediums where that piece, that installation was about celebrating voices coming together more so than identity, because in a very selfie-driven culture, I'm always trying to play with technologies where there's a little bit more attention on the art and really focus on what it means to put identity on chain as well. So yeah, things like that I'm really interested in. I guess it's the experience. So aus der Erfahrung heraus, also jetzt Metaverse, wie siehst du dich dann langfristig im Metaverse? Also werden wir Künstler dann alle oder generell Künstler dann ihre Studios da haben, sodass man da wirklich auch durchlaufen kann? Was glaubst du, wirst du sowas machen, Betty? Ja, auf jeden Fall mache ich da mit und möchte sowas machen. Ja, also es ist ein wahnsinniges Potenzial da und es ist super mega spannend. Ich frage mich halt nur, diese Erfahrung, die du in einem
wirklichen, also wenn du eine wirkliche Immersive Experience hast, also sagen wir mal, meine Infinity-Räume, die ich baue, das müsst ihr euch so vorstellen, das ist ein Spiegelraum in einem Überseecontainer. Der ist quasi wie ein Holodeck, den kann man überall hin transportieren in der Welt. Der kann auf Ausstellungen oder irgendwo in Museen oder bei Events, Festivals und so weiter stehen. Und da stehst du drinnen als Mensch und du hast diese ganzen verschiedenen Perspektivenwechsel. Du schaust und siehst und du hast wirklich eine Experience, weil du auch noch mit Sound, weil du auch noch Sound hast. Genauso baue ich gerade an einer neuen Version, wo du die ganze Bespielung noch steuern kannst mit deinem Körper und du kriegst ja auch eine Message mit und so weiter. Und da frage ich mich, wird es denn auch im Metaverse so sein, wenn du diese Experience da drinnen hast? Ist es, ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, ob das mit einer VR-Brille auch so gut funktioniert, diese Immersivität in so einem Raum und auch noch mit anderen Menschen zusammen, ja? Also ich freue mich ja auch auf die Kontaktlinsen, die irgendwann mal kommen werden und wo wir dann über Augmented Reality das Ganze erleben dürfen. Tarkane, der soziale Aspekt in der Mode spielt ja auch eine große Rolle. Magst du dazu noch was sagen? Ja, gerne. Also ich denke, wir haben so viel Potenzial gerade mit Metaverse, dass man international auch agieren kann. Ne? Also jemanden von Amerika kann in der gleiche Konzert sein wie jemanden von Deutschland oder Spanien und alle zusammenzukommen in einen Ort. Aber in der echten Welt haben wir immer noch eine sehr starke Abgrenzung und gerade in der Modebereich ist das sehr, sehr, sehr klar. Ne? Also man kann sehr billig irgendwo anders produzieren, aus dem Auge, aus dem Sinn. Und da ist es für mich einfach sehr, sehr wichtig, auch einen Social Impact zu haben. Und wenn man die, also digitale Mode jetzt als Potenzial zu harnessen, ich weiß nicht, was harness heißt auf Deutsch, harness, aber dann auch Produzenten, die zum Beispiel auch auf der anderen Seite der Welt selbstständig arbeiten unter guten Konditionen, die das dann auch produzieren können. Also es ist für mich sehr, sehr wichtig, dass man sozial auch denkt mit das ganze Metaverse. Wer ist ausgeschlossen und wie können wir mehr Leute reinbringen, auch wenn der Technik auch nicht unbedingt da ist, genau. Mm-hmm. Portrait X, oh, you have the last word. So what long-term strategies do you have in mind for the future with your music possibilities? So I like to do things that are definitely for long term. I'm not good at jumping on hype trains. It took me a while to really understand Web3 technologies. I love participating in hackathons to learn. We are launching a Sonic Innovation Archive soon as part of Refraction Festival. We got a little creative grant. So I've been slowly nurturing this community of sound artists who work at the intersection of art, music, science, and technology, doing really interesting, innovative things. And so this is kind of like my big step towards what I hope is going to be something that we can celebrate Sonic innovation, validate, and discover new ways of funding new projects and doing exhibitions and fun experiences. So it's all very explorative, experimental, and I guess that's the nature of Web3, but I think it's really fun to just approach all of it as like neutral first, and also it's just new technology. They're all softwares, and continue figuring out where the edge is and what can we do in Web3 that you can't in Web2, and try to blend them into each other. 40 so seconds. Es ist großartig, dass hier wirklich ein ganz Mini-Einblick in diese drei Bereiche gegeben werden können. Aber ich glaube, wir sehen, in welche Richtung es gehen wird. Also das Metaverse wird unsere Gesellschaft verändern, so wie damals oder heute das Internet. Insofern können wir uns auf spannende Zeiten freuen. Und ich sage danke, Riesenapplaus hier für unsere drei Gründer. Danke dir auch. Super.